Freunde. Zunächst senden wir euch ganz herzliche Grüße rund um den Globus. Gemeinsam sind wir auf dem Weg der Gerechtigkeit und gemeinsam stehen wir vor Gott. Deshalb wollen wir euch in diesem Lied etwas von uns erzählen. Wir haben in unserem Land eine vielfältige Bevölkerung mit einer langen Geschichte. Von dem alten Reich Großimbabwe bis heute können wir euch einiges berichten. Wir haben für unsere Unabhängigkeit von den Kolonialmächten gekämpft und dann für die Bildung unserer eigenen Regierung, getragen von der Mehrheit der Bevölkerung. Und doch, bei früheren Wahlen kam es immer wieder zu politisch motivierter Gewalt. Unsere Anstrengungen, alle Parteien in einen Prozess der Wahrheit und der Versöhnung einzubinden, brauchen mehr Zeit, als die meisten Leute gehofft hatten. Die bewaffneten Konflikte führten zu tiefen Verwundungen, die die Gesellschaft in Simbabwe bis heute belasten. Wie viele von euch wissen, war das Jahr 2017 ein Wendepunkt. Es gab Veränderungen in der Regierung. Viele Menschen, ökumenische Organisationen und Kirchen haben sich aktiv für einen friedlichen Übergang eingesetzt. Und tatsächlich, an den Wahlen im Juli 2018 haben sich viele Menschen beteiligt, besonders junge Leute. Viele wählten zum ersten Mal. Friedlich gingen wir zu den Wahlurnen, aber leider spitzten sich die Spannungen danach wieder zu. Was können wir tun in einer solchen Situation? Wir hören nicht auf zu beten und miteinander zu lernen, wie wir Frieden stiften können. Wir stehen ein für Versöhnung in unserem Land.